Seit 100 Jahren gilt das Derby im Revier zwischen Schalke und Dortmund als Mutter aller Derbys. Und jetzt ist es endlich angekommen im Fußball der Frauen. Königsblau gegen Schwarz-Gelb. Trainer Stefan Kolmsee, der hier gerade Manidubski begrüßt. Er hat seine Mannschaft eingestellt, sein Team heiß gemacht. Obwohl, da braucht er nicht viel zu tun. Die wollen unbedingt dieses Ding gewinnen. Sie sind Tabellenzweiter, ein Punkt hinter dem Tabellenführer aus der Nachbarschaft, der den besseren Start erwischt. Unsere Mädels waren offensichtlich ein bisschen beeindruckt von der Kulisse, ein bisschen nervös. Die erste Chance vereitelt von Julia Matuschek. Klasse Parade gegen diesen Kopfball aus kürzester Distanz, den sie noch zur Ecke ablenken kann. Leider auch die zweite Chance des Spiels für die Gästinnen. Das ist Ann-Sophie Vogel und dann gibt es eine Monstergrätsche von Jana Barbara, die Schalke vor dem Rückstand rettet. In der gesamten Saison haben sie erst ein einziges Mal 0-1 hinten gelegen, die königsblauen Damen. Ansonsten in 7 Siegen und 2 Unentschieden ist das nie passiert. Pia Bayer, die Spielmacherin, mit einem klasse Pass für Selina Jürgens, die beste Torschützin unter den Königsblauen, aber auch da ist eine starke Rettungsaktion dazwischen. Kein Elfmeter hier in der 25. Minute. Dann wird es aber gefährlich nach diesem Versuch von Nathalie Bollmann. Bekommt Michelle Biskup den Ball an den Kopf, kann ihn aber leider nicht mehr richtig platzieren. Schalke jetzt viel besser im Spiel. Langer Ball von Julia Matuschek, verlängert von Pia Bayer und dann geht's ab für Selina Jürgens. 6 Tore hatte schon geschossen in dieser Saison. Ist das das Wichtigste? Nein, Sandra Schröer hat was dagegen, die Torfrau des BVB. Gespielt waren da 37 Minuten und vor der Halbzeit hatten sie noch eine richtig dicke Chance. Klasse durchgesetzt von Jana Barbara und da hinten der Kopfball von Nati Bollmann. Alle haben ihn drin gesehen. Aber er war es nicht. 43. Minute, Nati Bollmann, unermüdlich unterwegs, große Kämpferin vor dem Herrn, aber den hat sie nicht richtig platzieren können. Zweiter Durchgang, noch keine Wechsel beim S04. Weiter die beste Spielerin bei den Gästen, Ann-Sophie Vogel und das Außennetz. Aber Julia Matuschek wäre auch da gewesen bei dem Ball von Mandy Reinhardt. Also wieder die erste Gelegenheit für die Falschen. Aber danach ging es in die richtige Richtung. Dann kamen auch die ersten Wechsel, unter anderem Habibovic und Hamdi. Später dann auch noch Moses beim S04 und die machten richtig Theater. Hamdi mit einer guten Aktion, die noch ohne Abschluss bleibt. Da müssen wir aufpassen, dass es da im Konter auf einmal nicht 0-1 heißt, wo alle nur noch nach vorne denken. Aber erstens gibt es hier eine klasse Rettungstat von Meltem Karada und zweitens war es auch noch abseits von der nordmazedonischen Nationalspielerin des BVB. Das ist Jenny Moses und die wird richtig abgeräumt hier. Gibt natürlich keinen Bildbeweis, ob da erst das Bein erwischt wird und dann der Ball. Ein bisschen Ball war dabei, ja. Es gab jedenfalls keinen Elfmeter. Auch wenn es jetzt immer härter wurde. Das ist Hanna Hamdi, tunesische A-Nationalspielerin des S04. Nach 3-4 kleineren Fouls gibt es dann doch den Freistoß in der 80. Minute. Michelle Biskup, ist das der wichtigste Freistoß ihrer bisherigen Laufbahn? Leider knapp daneben. Und die Frage ist, macht noch eine Mannschaft den Fehler? Macht ein Team in der Schlussphase den Riesenbock? Und da ist er und wird nicht genutzt. Hanna Hamdi, die Chance ist noch nicht vorbei. Jenny Moses, wir kennen ihre Schussstärke, aber den erwischt sie leider nicht richtig. Kurz vor Schluss also die Riesenchance, das Ding hier zu entscheiden. Es wäre verdient gewesen, weil Schalke die größeren Chancen hatte. So aber bleibt es bei einem Punkt Rückstand auf die Mannschaft aus der Nachbarschaft. Historischer Tag für den Frauenfußball im Revier und beim S04. Und vielleicht haben wir den Anfang heute erlebt von etwas, was auch zu einer über 100-jährigen Tradition wird.